Ja, hallo einmal von meiner Seite. Ja, ich denke, wir haben gewusst, was alles passieren muss, dass wir Red Bull Salzburg im Finale schlagen können. Und es hat ein bisschen was am Schluss gefehlt. Die erste Halbzeit war so, dass wir die ersten 20 Minuten einmal gebraucht haben, dass wir reinkommen. Ich finde, defensiv haben wir es von Beginn richtig stark gemacht. Wir haben sie da sehr, sehr detailliert vorbereitet auf sämtliche Situationen, die passieren können. Da möchte ich der Mannschaft ein riesiges Lob aussprechen. Wir haben eine enorme Laufarbeit geleistet, dass wir die Räume zugelaufen sind. Ich glaube, man hat dann gesehen, dass wir dann eigentlich mit Vortor vom Spiel auch besser in die Zweikämpfe kommen. Wir haben dann einige Situationen auch vor unserer Wand gehabt. Und dann kriegst du leider dieses Tor, Traumtor, was die individuelle Klasse von Salzburg einfach ausmacht. Wir haben es dann mit 0-1 in die Pause geschafft. Wie gesagt, wo wir defensiv sehr gut waren, aber offensiv in Summe ein bisschen zu harmlos. Und zweite Halbzeit gehst du eigentlich aus mit einer Riesenchance durch Ante Bajic. Kannst du machen. Und kriegst aus einem Standard dann leider das 0-2, wo wir einfach schlecht verteidigt haben. Ja, und dann denke ich, sind wir offensiver geworden. Klar, wir waren vorbereitet auf alle Situationen, die passieren können im Spiel. Sind dann offensiver geworden, haben dann die eine oder andere Chance gehabt, haben das Publikum mitgenommen, unser Wand. Und dann hat genau das gefehlt, was du gebraucht hättest bei so einem Sieg. Das sind Dinge, die den Spielverlauf ein bisschen beeinflussen oder auch Schiedsrichterentscheidungen, die knapp waren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich schon ein bisschen angefressen, weil einen klareren Elfmeter wie die Situation zum 2-1 gibt es nicht mehr. Und da erwarte ich mir, dass ein Schiedsrichter rausgeht und sich das anschaut. Und dann steht es 2-1 und dann geht es noch 10 Minuten in einer Phase, wo wir Salzburg richtig gut beschäftigt haben. Und das ärgert mich. Das 3-0 war ein Konter. Kurz vor Schluss. Summa summarum war es um einen Tick zu wenig. Aber ich glaube, wir haben sie sehr, sehr teuer verkauft. Danke für die Analyse. Eure Fragen bitte. Thomas, dann Georg. Christian, am Samstag geht es jetzt nach Altach. Komplett eine andere Ausgangsposition. Was kann man aus dem Spiel jetzt mitnehmen? Ja, ich glaube, man kann einiges mitnehmen. Wir haben im Vorfeld gewusst, dass jetzt zwei Endspiele hintereinander kommen. Das erste war heute, das nächste ist nächsten Samstag. Und ich glaube, diese Abläufe, die wir auch eintrainiert haben, und das hat jetzt gar nichts mit einem System zu tun. Ist egal, ob wir jetzt mit vier spielen, mit fünf spielen, mit drei spielen. Aber die Dinge, die wir jetzt einfach in der kurzen Zeit reingebracht haben, die helfen da sowieso weiter, immer weiter. Und deswegen ist was ganz anderes nächsten Samstag. Aber eins ist ganz sicher, wir fahren nach Altach und wir wollen die Partie unbedingt gewinnen und wir wollen das eine Thema abhaken. Was schwierig genug wird, muss ich dazu sagen. Georg? Christian, ich komme nochmal auf die Situation zurück. 86., 87. Minuten, nämlich der Konter zum 0-3. Du hast in dem Moment, glaube ich, gar nicht aufs Spielfeld geschaut, wie auch andere von der Bank nicht. Gibt es auf den vierten Mann noch eingewirkt? Habt ihr dieses Hand auf der Bank irgendwo auf Video, auf Laptop oder irgendwo gesehen? Genau so war es. Wir haben in der Situation, wo der Konter gelaufen ist, wo ja wir nur vorne waren, also wir waren vorne im Angriff und in dem Moment haben wir hinten das Bild gehabt. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar für mich, dass man die Situation nicht gibt. Das war dann so, dass da, glaube ich, zwei Minuten vorher die Situation war mit dem ganz klaren Freistoß, 18 Meter vom Tor, was ja wir 100%, also was wirklich eine riesige Torschance ist, 18 Meter vom Tor. So hat das ganze Stadion, glaube ich, gesehen, dass das ein lupenreiner Freistoß war. In dem Tumult hat es dann nur Kleinigkeit gegeben, wo ich einfach sage, das hat sich dann in ein paar Minuten einfach für mich einfach gehäuft und deswegen, das haben wir genau in der Situation gesehen gehabt, genau. Jetzt kennst ja du die Regeln. Gibt es für die einen Grund, bei diesen Hand nicht auf Elfmeter zu entscheiden? Genau, nein. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, weil ich kann nicht einmal das Hand so auslegen und einmal so auslegen. Und deswegen gibt es keinen Grund, dass man das nicht gibt. Und da muss man rausgehen und muss man sich nur mal anschauen. Und dann ist lupenrein und klar. Und es kann nicht sein, dass ich mich immer nur auf Wahrentscheidungen verlasse. Ich muss es mir, wenn ich das vor die Entscheidung selber nicht treffe, als Schiedsrichter muss ich aus meiner Sicht die Entscheidungen einmal selber treffen und nicht mich immer darauf verlassen, was kommt dann. Das geht einfach nicht. Und ich bin richtig angefressen. Weil es ist das Cup-Finale, das ist das Spiel der Karriere für den einen oder anderen von uns.
wenn wir diesen Elfmeter kriegen, der Lupen rein war, ist 2-1 und es geht nur einige Minuten. Und deswegen ärgert mich das doppelt und dreifach. Hast du mit dem Schiedsrichter oder mit irgendeinem Unparteiischen noch gesprochen nach dem Spiel? Ich habe nach dem Spiel nicht mehr gesprochen, weil aus meinem Trainerstaff, das habe ich ja vorige Woche erst im Nachhinein mitgekriegt, ist er dann einer ausgeschlossen worden, weil er, es gibt eine Regel, dass am Spielfeld kein Offizieller dann was sagen darf zum Schiedsrichter. Und das ist der Grund, warum ich einfach nichts mehr gesagt habe. Ja, in die Kabinen vielleicht unten oder irgendwo, dass man sich Okay. Ich will mir die Energie sparen.